Wie bereits angekündigt, der Fortuna Talk nach diesem Spiel, neben 0:2 gegen den VfR Aalen. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass die beiden Spieler zu uns gekommen sind, denn trotz dieser Niederlage, ja, stellen sie sich, genauso wie die ganze Mannschaft das eben auch bei den Fans getan hat. Herzlich willkommen, Lars Unnerstell und Maurice Plundke. Ja, Debütant, fangen wir mit dir vielleicht mal an. Er hat gerade zu mir schon gesagt, das habe ich mir sicherlich anders vorgestellt. Debüt in der ersten Mannschaft. Ja, wann hast du überhaupt erfahren davon, dass du mit dabei bist? Ja, dass ich spielen werde, habe ich gestern erfahren, beziehungsweise, dass es möglich ist. Und heute wusste ich dann sicher, dass ich heute in der ersten Elf stehen werde. Ja, erzähl mal so ein bisschen, wie war das erste Gefühl? Ich meine, die Situation ist gerade nicht so einfach, die war auch vor dem Spiel schon nicht einfach. Trotzdem für dich als Spieler der zweiten Mannschaft natürlich ein Traum, diese Chance bei der ersten zu bekommen. Was war das dann für ein Gefühl? Wie war der Puls in dem Moment? Ja, das war natürlich auf der einen Seite ein schönes Gefühl und das war eine Vorfreude war da, aber auch eine Anspannung, Nervosität. Aber als es dann losging, blendet man das ganz schnell aus, weil man sich aufs Spiel konzentrieren muss. Die sportliche Misere der letzten Spiele hat so ein bisschen verursacht, dass auch von der Stimmung her natürlich, ihr habt es gemerkt, ein Stimmungsboykott es gab. Das war sicherlich auch nicht die Stimmung, die ihr euch dann erwartet habt, die vielleicht die Mannschaft nach vorne gepeitscht hätte. Gut, du bist 21 Jahre jung als Abwehrspieler, 2014 von Borussia Mönchengladbach 2 zu Fortuna 2 gewechselt. Ist damit für dich ein Traum in Erfüllung gegangen, mal in der Bundesliga zu spielen? Das auf jeden Fall. Das war heute der Tag, worauf ich jahrelang hingearbeitet habe. Das war mein großer Traum. Und das ist natürlich auf der einen Seite ein sehr schönes Gefühl, dass ich das Ziel heute erreicht habe. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite habe ich mir das natürlich anders vorgestellt. Und mit dem Sieg hier beim Heimspiel wäre es natürlich schöner gewesen. Ganz sicherlich trotzdem ein Spiel, was so nicht vergessen wirst. Jetzt sag mal so, wenn du den Vergleich hast von der Regionalliga West und hier die zweite Fußball-Bundesliga, war das ein großer Unterschied für dich? Ich denke mal, du hast wahrscheinlich auch schon mit der ersten Mannschaft trainiert, aber die Geschwindigkeit jetzt auf dem Platz im Ligaspiel? Ja, dadurch, dass ich die letzten 3 Wochen schon oben mittrainieren durfte, konnte ich mich im Training schon ein bisschen an das Tempo gewöhnen. Das hat mir auch sicherlich gut getan und ja, im Gegensatz zur Regionalliga ist es natürlich schon ein großer Unterschied, auch die ganzen Rahmenbedingungen, aber ist okay. Als Profi kann man den Schalter umlegen und wenn der Ball rollt, dann ist es ja ein Fußballspiel wie jedes andere vielleicht oder auch nicht. Ja, Lars Unnerstall, lass uns kurz über diese Begegnung reden. Taşkın Aksoy hat eben in der Pressekonferenz gesagt, ihr habt euch viel, viel vorgenommen. Die Mannschaft war aber ja irgendwie verunsichert. Ja, wir wollten natürlich von Anfang an Druck machen, wollten vor allem auch die letzten Spiele irgendwo wieder gut machen, wieder vergessen machen. Ja, hat dann heute leider nicht geklappt. Ich denke, wir hatten schon die eine oder andere Chance, die wir hätten nutzen können. Und kriegen dann wieder zwei Tore, die ja unglücklicher nicht sein können. Und ja, so ist es leicht halt im Fußball. Wenn man Scheiß am Fuß hat, man Scheiß am Fuß. Und dann gehen halt Bälle einfach nicht rein, die normalerweise reingehen und andersrum genauso. Als Torwart will man natürlich spielen, deswegen wirst du sicherlich jetzt erstmal über diesen Wechsel froh gewesen sein, aber auch schon eine gewisse undankbare Aufgabe, diese letzten beiden Begegnungen. Ja, ist natürlich ärgerlich. Vor allen Dingen das Spiel in Fürth war natürlich 4 Schüsse aufs Tor. Dreimal einen Ball rausholen, macht gar keinen Spaß. Heute konnte ich wenigstens den einen oder anderen Gegentreffer noch vereiteln, konnten auch den einen oder anderen halten. Und aber trotzdem würde ich lieber mal wieder gewinnen, als immer zu verlieren. Wir alle. Lass uns kurz die beiden Szenen noch besprechen. Der erste Treffer, man hat es auch an der Reaktion der Zuschauer gemerkt, dass eigentlich keiner so wirklich wahrgenommen hat, dass der Ball drin war. Wir haben alle gedacht, der klatscht gegen das Außennetz. Herzlich willkommen. Ja, ich habe es auch nicht richtig gesehen und auf einmal sehe ich, dass der Ball auf meiner Seite des Netzes ist und nicht auf der anderen. Und ich glaube, die Lücke zwischen Schaui und Pfosten war wohl gerade so groß, dass der Ball da sich durchgequetscht hat. Ich habe es halt auch nicht richtig gesehen und sowas ist natürlich ärgerlich. Zweite Szene, zweites Gegentor, hast du noch super rausgeholt, den ersten Ball. Und dann hat Schauerte, glaube ich, auch keine Chance mehr gehabt und dann kam es zum Foul. Ja, ich fand jetzt nicht, also ich finde, Schaui guckt nur zum Ball und der Gegenspieler kommt aus seinem Rücken. Hat den Kopf, glaube ich, auf Kniehöhe und Schaui will den Ball wegschlagen und der Schiri pfeift einen Elfmeter und ich fand einfach, dass das nicht gerechtfertigt war. Wir wollen die Saison natürlich noch irgendwie einigermaßen glücklich zu Ende bringen und auch wenn es schwerfällt, gerade diese letzten 3 Spiele ohne Treffer, kannst du irgendwie einen Grund ausmachen, was derzeit so schief läuft für die Fortuna in der Rückrunde?
Nein. Also ich weiß es auch nicht. Wir nehmen uns jedes Mal viel vor, wollen guten Fußball nach vorne spielen, wollen uns viele Chancen herausspielen, aber im Moment läuft halt alles nicht so, wie wir uns das gerne vorgestellt haben. Und jetzt müssen wir halt versuchen, die nächsten beiden Spiele nochmal das Blatt zu wenden. Und ja, mehr kann ich auch nicht sagen. Und dazu wünschen wir euch alles, alles Gute. Dankeschön den beiden, Dankeschön an Lars Unnerstall und Maurice Plundke. Den Talk gibt es natürlich auch im Internet auf Fortuna TV über die Fortuna Homepage zum Nachschauen und Nachhören. Und ja, ich danke euch beiden. Tschüss.